Hey, hey, hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry im HD Remaster. Also Devil May Cry übrigens für die PlayStation 3. Es ist was Blödes passiert. Was ganz Blödes. Ich habe gerade den dritten Part aufgenommen. Und weil ich super zufrieden mit dem ersten, zweiten und dritten Part war, wollte ich das Spiel jetzt trotzdem nicht neu starten, obwohl ich noch so weit am Anfang bin. Denn mir ist gerade leider ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe nämlich, als ich die Audiospur von Part 3 speichern wollte, die aus Versehen genauso genannt, also ich habe sie Part 2 genannt und habe damit die Audiospur von Part 2 überschrieben und habe die Audiospur von Part 2 jetzt nicht mehr. Das ist sehr ungünstig, aber ja, der Part ist jetzt leider 23 Minuten lang. Ihr werdet jetzt den Part hoffentlich schauen. Ich hoffe es wirklich, es ist so ungünstig, weil ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen weiter aufgenommen. Und ich bin gerade richtig, richtig zufrieden mit dem Projekt, weil mir das Spiel auch irgendwie super Spaß macht. Habt ihr ja vielleicht im ersten Part schon gehört. Deshalb tut es mir richtig leid, dass jetzt gerade so früh am Anfang schon sowas passieren muss, was mir übrigens noch nie passiert ist. Ich mache jetzt 5 Jahre schon YouTube und es ist mir zwar einmal schon passiert, dass meine Audiospur kaputt gegangen ist, warum auch immer, aber noch nie habe ich eine Audiospur überschrieben. Das ist jetzt leider sehr, sehr unpraktisch, sehr blöd passiert, aber es ist jetzt leider passiert. Deswegen hoffe ich, ihr habt jetzt trotzdem Spaß mit diesem Part. Ich werde den Game Sound für euch jetzt gleich wahrscheinlich lauter stellen. Und ja, wir werden in dem Part eine neue Nahkampfwaffe finden. Darauf könnt ihr euch schon sehr freuen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Fernkampfwaffe hier auch noch finden. Aber wir finden auf jeden Fall noch eine neue Fernkampfwaffe. Aber ich glaube, das tun wir erst im nächsten Part. Dann habe ich das jetzt schon ein bisschen gespoilert, aber ist ja auch egal. Jedenfalls werdet ihr da sehen, das gebe ich euch als ganz kleine Vorschau, dass das Spiel scheinbar es sehr wichtig findet, neue Waffen zu finden und es sehr für ernst nimmt und sehr überzeugt von sich ist dabei, sagen wir mal. Seid einfach gespannt, schaut den Part, ich habe euch jetzt schon hier 2,5 Minuten zugelabert, der Part geht nur noch 20 Minuten. Tut mir, wie gesagt, wirklich, 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 wirklich leid. Ab dem nächsten Part läuft wieder alles wie geschmiert. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht von dem Projekt abschreckt, weil ich bin wirklich super zufrieden momentan damit. Und es macht mir so viel Spaß. So viel Spaß hatte ich jetzt tatsächlich schon länger nicht bei den Let's Plays. Deswegen, ja, würde ich sagen, ich beende meine Sprache hier an dieser Stelle und lasse diesen Part fürs Erste unkommentiert. Hier passiert Gott sei Dank nicht so viel Wichtiges. Wäre das jetzt Part 3 gewesen, oh Gott, dann wäre ich richtig ausgerastet. Weil da würde ich sagen, geht das Spiel eher richtig los. Da treffen wir möglicherweise auf den ersten Bossgegner. Aber wie gesagt, jetzt hier Part 2. Schaut auf jeden Fall, bis man die Nahkampfwaffe bekommt. Das ist nämlich sehr wichtig, würde ich mal behaupten. Und den Rest, wir werden sehen. Also viel Spaß und ansonsten bis zum nächsten Part übermorgen. Bis dann und ciao. Oh!
Yeah!
Thank you.